Ich habe über 9 Monate nur einmal am Tag abends gegessen. Im Bereich Ernährung habe ich wahrscheinlich schon sehr, sehr viele Sachen ausprobiert und OMAD, One Meal a Day, nur einmal am Tag essen, gehört für mich eben auch dazu. Und ich habe es über einen langen Zeitraum selber an meinem eigenen Körper erlebt. Der bekannte YouTuber Tomatolix hat jetzt auch ein Selbstexperiment gemacht und das für 7 Tage ausprobiert. Tomatolix ist ungefähr so etwas wie Galileo der Neuzeit. Wir schauen mal rein, ich gehe ins Video. Bist du auf einmal überfokussiert? Das ist wie auf Koks, dass du denkst, so, Moment mal, was ist los gerade? Ich freue mich jetzt so sehr. Ey, das ist so übertrieben, ne? Aber wir müssen ja als YouTuber immer Aufmerksamkeit erhaschen und deswegen sagen wir natürlich in den ersten Sekunden, das ist wie auf Koks, aber ich weiß nicht, ob die Erwartungshaltung gehalten werden kann. Ich bin mal gespannt. Ja, hier reinzubeißen, das glaubt ihr nicht, ey. Bisschen Foodkoma hier. Scheiße. Ich weiß nicht, ob ich das Experiment wirklich 7 Tage durchhalte. Ich esse normalerweise 3-mal am Tag. Also Frühstück, Mittagessen, Abendessen, zwischendurch vielleicht noch ein paar Snacks. So machen das vermutlich die meisten von euch. Vor einigen... Ja, würde ich auch sagen, aber in unserer Community vielleicht nicht die ganze Zeit dazwischen Snacks. Die sind schon ziemlich sensibilisiert und essen vielleicht einfach 2, 3 große Mahlzeiten am Tag. Aber nur einmal am Tag essen ist echt extrem. Wochen bin ich aber auf eine Ernährungsweise gestoßen, bei der man 23 Stunden am Tag auf Nahrung verzichtet und nur innerhalb von einer Stunde essen darf, gerne so viel man schafft. One Meal a Day, kurz OMAD, ist die krasseste Form des Intervallfastens. Und über einige Promis wird berichtet, dass sie nach der OMAD-Diät leben. OMAD-Fans sprechen von super vielen positiven Effekten. Man soll leistungsfähiger sein, mehr Fett verbrennen und sich insgesamt besser fühlen und das alles ohne nerviges Kalorienzählen und den Verzicht auf ungesunde Lebensmittel wie... Also, da muss ich schon mal direkt reingerätschen, weil ich habe das schon ein bisschen anders gemacht. Also der Verzicht auf ungesunde Nahrungsmittel, das war jetzt bei mir nicht unbedingt der Fall, dass ich jeden Tag bei One Meal a Day Burger und Pommes gegessen habe, sondern ich habe da auch auf meine Ernährung geachtet. Aber ja, klar, also jedes Fasten imitieren, auch intermittierend Fasten hat seine Vorteile, obwohl man sich auch ungesünder ernähren kann, weil man eben länger in diesem Fastenmodus ist, länger in der Autophagie bleibt. Und ja, der Körper einem da eben durch die Entgiftung, die beschleunigt wird, auch ein bisschen mehr verzeiht, wenn man da mal was Schlechtes isst. Pizza oder Burger? The After Effects. Oh, I can't even flex. Ich finde, das klingt fast zu gut, um wahr zu sein. Und ich frage mich wirklich, ob das so einen krassen Unterschied macht, wenn man statt mehrerer Mahlzeiten einfach nur eine große isst. Deshalb mache ich das Selbstexperiment und probiere das Ganze die nächsten 7 Tage mal aus. Zu diesem Selbstexperiment, also ich habe nicht die Erfahrung gemacht, dass man nach 7 Tagen da super Resultate hat oder sich irgendwie vorstellen kann, wie das langfristig wirkt. Deswegen sind 7 Tage für mich total unrealistisch. Ich gucke mir das trotzdem mal an, aber ich muss sagen, ich habe das 9 Monate gemacht und für mich waren die ersten 7 Tage einfach gar nicht vergleichbar, weil man einfach nicht daran gewöhnt ist, so ein großes Nahrungsvolumen in seinem Körper zu haben, weil man nur einmal essen kann und dadurch hat man einfach sehr, sehr viel weniger Essen an dem Tag zu sich genommen und ist vielleicht einfach schlapper, weil man insgesamt nicht so viel Kalorien essen kann. Also der Plan ist folgender. Im Prinzip mache ich alles wie bei meinem Intervallfasten-Selbstexperiment, nur ein bisschen extremer. Das bedeutet 23 Stunden. Das schauen wir uns später auch nochmal an, aber nicht in diesem Video. Stunden am Tag werde ich nichts essen. Wasser, Tee und Kaffee sind aber okay. Und nur innerhalb von einer Stunde werde ich essen. Und da darf ich im Prinzip essen, was ich will. Mein Ziel dabei ist auch gar nicht unbedingt abzunehmen, weil ich bin mit meinem Gewicht völlig zufrieden. Trotzdem werde ich mich vorher und nachher wiegen. Ansonsten mache ich alles wie immer. Das heißt, ich gehe arbeiten, ich gehe zum Sport und ich mache, was ich sonst halt immer so mache. Ich finde das gut, dass er das sagt, weil viele Leute gucken ja immer so Videos, die Richtung Fasten gehen oder weniger essen, weil sie abnehmen wollen. Und ich denke, dass das die falsche Intention ist. Ich habe das auch nicht gemacht, um abzunehmen. Ich bin auch total zufrieden. Ich wiege auch ungefähr 70 Kilo, so wie er. Und mache das eben nicht, um Fett zu verlieren oder irgendwas. Und wenn dieses die Intention ist für dich, dann würde ich dir davon abraten. Und ich bin sehr gespannt, wie sich OMAD auf das alles auswirkt. Aber bevor ich direkt loslege, hole ich mir erstmal Tipps von jemandem, der das Ganze schon ein bisschen länger durchzieht. Liebe Sportfreunde, seit 7 Jahren esse ich nur eine Mahlzeit am späten Abend. Heute gibt es meine Käse-Tortellini-Speziales. Dann gibt es als Topping noch eine leckere Pizza. Wie lange hast du das gemacht? Das klingt natürlich sehr verlockend für die meisten im Mainstream, dass man einfach jetzt dadurch, dass man nur einmal am Tag isst, jeden Scheiß essen kann.
den es so gibt, wie jeden Tag Tiefkühlpizza und nur Fastfood, aber naja. Oder machst du das aktuell noch? Ich mache das jetzt seit 7,5 Jahren durchgehend. Also seit 7,5 Jahren esse ich nur eine Mahlzeit am Tag. Welche Mahlzeit ist das dann? Das ist tatsächlich das Abendessen oder sogar ein recht spätes Abendessen. Ich muss dann tatsächlich mit einer Mahlzeit versuchen, weil ich auch Sport mache, auch meinen Aktivitätsbedarf reinzuholen. Das heißt, ich esse dann tatsächlich mit einer Mahlzeit mal 3000 oder 3500 Kalorien. Tag 1 des Experiments. Das Frühstück habe ich jetzt schon mal geskippt. Und ich muss sagen, das fällt mir jetzt noch nicht so schwer, weil das... Ja, jetzt sind wir so beim Intervallfasten dann halt eher. Das Essensfenster ist ja ähnlich, wenn man einfach das Frühstück auslässt, dass man so ein 16:8 Fasten macht. Aber hier geht es ja wirklich darum, 23 Stunden zu fasten jeden Tag. Das mache ich schon häufiger mal, dass ich einfach morgens nichts esse und irgendwie vielleicht nur einen Kaffee trinke oder so. Dementsprechend ist das jetzt, glaube ich, noch nicht so das Problem. Aber ich bin sehr gespannt, wie das dann wird, wenn es zum Mittagessen geht. Mal gucken. Was hat dich motiviert, One Meal a Day auszuprobieren? Ich habe tatsächlich vor über 7 Jahren mal so einen Men's Physik-Wettkampf gemacht. Und während dieser Masseaufbauphase hat... Also er ist voll der Bodybuilder, ne? Bei mir diese Colitis ulcerosa geäußert, also diese Darmerkrankung. Durch viele Mahlzeiten habe ich mich da eher schlecht gefühlt und habe durch das Reduzieren der Mahlzeiten plötzlich gemerkt, dass es mir immer besser geht. Dann habe ich gemerkt, ich kann mir das vorstellen, dass viele Menschen eben zu solchen extremen Lifestyle-Veränderungen kommen, dadurch, dass sie eine Krankheit hatten, dass sie Probleme hatten. Bei mir war das nicht der Fall, muss ich dazu sagen. Das war nicht meine Motivation. Also mir ging es vorher nicht mega schlecht und ich wollte irgendwas heilen mit OMAD, sondern ich habe mich halt vorbereitet auf ein 7-tägiges Trockenfasten. Und das hat einfach auch zum Lifestyle dazugehört. Wir haben auch als Gruppe zusammen versucht, eben dieses nur einmal am Tag eben abends zu essen zu integrieren. Ja, aber ich bin gespannt, was so ein Fitness-Bodybuilding-YouTuber dazu sagt. Nach 3 Wochen aus geht immer noch, komm, einen Monat ziehst du noch durch, das schaffst du. Und irgendwann war das so implementiert, dass es einfach für mich normal war und ich auch kein Hungergefühl mehr bekommen habe. Und das ist der Grund, warum ich sage, 7 Tage ist ein bisschen Quatsch, aber naja. Durchweg gemerkt habe, dass es mir viel besser damit geht und ich habe seitdem nicht aufgehört, seit 7 Jahren. Ich treffe mich mit Doc Felix, um zu erfahren, was für Effekte OMAD wirklich haben kann. Wir haben erstmal so eine Zwangskalorienrestriktion, das heißt wir... Hi Felix. Essen vermutlich ein bisschen weniger, was uns durch die Bank eher gut tut. Und dann haben wir noch andere Effekte, dass wir vielleicht ein bisschen konzentrierter sind, dass wir eher mehr Bock auf Sport haben, weil wir ja nicht die ganze Zeit verdauen. Und dann ist natürlich die Autophagie jetzt noch medizinisch sehr, sehr spannend. Unsere Zellen lagern irgendwann Müll an. Ja, und das Problem ist, wenn wir die ganze Zeit was essen, dann gibt es keine Müllabfuhr, die diesen Müll wegtransportiert. Und wenn wir jetzt fasten, dann ist es so, dass sich die Zelle letztendlich selbst verdaut. Also nicht die Zelle, sondern... Ich finde es sehr gut, dass er das anspricht. Es ist auf jeden Fall sehr positiv, in welcher Art und in welcher Form auch immer, Fastenfenster einzubauen. Es muss nicht ganz so extrem sein. Es kann aber natürlich auch mal ein paar Tage am Stück sein, aber das Fasten reinigt eben die Zellen und erklärt das hier, finde ich, sehr gut. Sie verdaut im Prinzip den Müll. Und bei der Autophagie ist es halt so, dass das anscheinend auch die Wahrscheinlichkeiten an gewissen Krankheiten zu erkranken ein bisschen senken kann. Dann hat es natürlich noch einen Vorteil auf den Blutzuckerspiegel. Es gibt bestimmte Krankheiten, Bluthochdruck und Cholesterin, die auch damit gesenkt werden können. Es hat praktische Vorteile. Also ich mache das ganz gerne, damit ich mir auch nicht so viel Gedanken machen muss, wie viel Mahlzeiten ich essen muss. Wie, also er macht das auch? Oder macht er das, also was meint er genau? Ich kann mir das eigentlich nicht vorstellen. Also ich kenne seinen Kanal. Ich glaube nicht, dass er jetzt nur einmal am Tag isst. Aber er meint natürlich wahrscheinlich dieses Verlängern vom Fastenfenster. Plus, ich habe das Gefühl, ich auch ein bisschen konzentrierter zu sein, wenn ich nicht die ganze Zeit verdaue. Du frisst da gerade vor mir und ich darf noch nicht essen, weil mein OMAD-Fenster noch nicht ist. Das ist ein bisschen unfair, weil es riecht schon geil und langsam. Ist halt jetzt so Mittagszeit, 13:30 Uhr. Also ich würde da jetzt auch gerne mal reinbeißen, ehrlich gesagt. Also ich bin gespannt, ob ich jetzt dadurch irgendwie leistungsfähiger werde heute, weil ich jetzt irgendwie weniger Zeit damit verbringe zu essen. Andererseits habe ich gerade... Ich glaube nicht, weil du die ganze Zeit daran denkst. Ehrlich gesagt nicht so das Gefühl. Also ich glaube, ja, so ein bisschen Energie durch Nahrung könnte mir jetzt nicht schaden. Naja. Das, was man mit One Meal Day schaffen kann, ist, dass man tatsächlich am Ende mental, aber auch körperlich mehr Power hat, weil Nahrung auch dafür sorgen kann, dass man halt müde wird tagsüber. Der Körper, wenn er keine Nahrung bekommt, muss er sich mental besser fokussieren und konzentrieren. Das ist evolutionstechnisch, wenn die Menschen damals auf die Jagd... Das habe ich auch erlebt. Also man ist so ein bisschen mehr alert, also aufmerksam.
gegangen sind, dann waren sie ja in der Regel hungrig und haben ja trotzdem jagen können. Und du merkst dann tatsächlich, bist du auf einmal überfokussiert, das ist wie auf Koks oder auf Droge. Du siehst auf einmal jedes Verkehrsschild, du guckst, also du bist so fokussiert im Straßenverkehr, dass du denkst, so Moment mal, was ist los gerade? Es ist Nachmittag und ich habe mega Hunger, deswegen habe ich mir gerade Essen bestellt. Und ich weiß nicht, ob das jetzt so die beste Wahl war, weil ich war jetzt so hungrig, dass ich einfach alles bestellt habe, worauf ich Bock hatte. Und ich freue mich. Genau das ist, würde ich sagen, ein großes Problem, wenn man zu lange wartet und nicht so sehr auf seinen Körper hört. Die Mahlzeit, die man dann so weit nach hinten schiebt, wird nach aller Wahrscheinlichkeit immer, immer ungesünder, weil man einfach nur noch Bock hat, schnell an möglichst viel Kalorien zu kommen. Und deswegen hat man halt, sieht man hier im Video, einfach nur Fast Food und Weißmehl und so weiter. Ich hätte so sehr darauf. Das wird richtig geil. Okay, also das alles habe ich bestellt. 2 Burger, Pommes, Salat, noch ein Getränk. Ja, gönn dir, ne? Das sieht jetzt vielleicht nicht so mega viel aus, aber das ist auf jeden Fall schon mal mehr, als ich normalerweise schaffen würde. Bin gespannt. Ich habe so ultra Hunger. Ich freue mich jetzt richtig, das alles zu essen. Also ich habe ab jetzt eine Stunde Zeit, so viel zu essen, wie ich kann. Mal gucken, wie viel das sein wird. Ich freue mich jetzt so sehr, hier reinzubeißen. Das glaubt ihr nicht, ey. Geil. Fertig gegessen. Das war schon ganz schön viel. Also ich bin komplett satt, komplett vollgestopft. Oh, boah. Also wenn ich so viel esse, dann muss ich das wirklich machen, wenn ich danach nichts mehr anderes machen will, weil sonst geht einfach nichts mehr. Bisschen Foodkoma hier. Ich kann es verstehen, aber ich glaube, das würde ich euch auf jeden Fall nicht empfehlen, sondern wenn ihr sowas mal ausprobieren wollt, würde ich trotzdem leicht verdaubare Lebensmittel empfehlen, die euch eben auch Energie schenken und nicht 3 Burger, Pommes und eine Spezi. Scheiße. Kann man dann essen, was man möchte, oder was würdest du da empfehlen? Du kannst schon so ein bisschen mehr das essen, worauf du Lust hast, aber dann wirklich auch darauf achten, dass du deine Proteine bekommst, deine Vitamine und Mineralstoffe, ja, weil sonst wird das gesundheitlich. Und das kann wirklich schwer sein. Also wenn man jetzt sagt, er will irgendwie 2 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht bekommen, weil er auch Fitness macht und so weiter, dann weiß ich nicht, wiegt er irgendwie 80 Kilo, dann will er 160 Gramm Protein in einer Mahlzeit essen oder in einer Stunde. Und das kann schon sehr herausfordernd sein. Nicht lange gut gehen, wenn du halt, sag ich mal, vielleicht wirklich einen Monat lang nur eine Pizza Margherita am Tag isst und da ist dann halt nicht so viel drauf, was der Körper benötigt. Ne? Ich würde sogar fast empfehlen, dass man vorher seine Erhaltungskalorien berechnet. Man versucht das dann bestenfalls einzuhalten, dass man das auch mit der einen Mahlzeit schafft. Und ich rate sogar fast auch immer Leuten davon ab, das dann zu machen, wenn sie nicht viel mit einer Mahlzeit essen können, weil man dann vielleicht auch eher dazu neigt, nicht seine Nährstoffe abdecken zu können. Wir haben Tag 2 des Experiments. Das Frühstück habe ich schon mal erfolgreich. Genau, also am wichtigsten ist, glaube ich, dass die Vitamine, Mineralien, Proteine, Spurenelemente gedeckt sind. Und dann kommt natürlich dazu, und das ist wahrscheinlich der einzig positive Effekt letztlich, dass man in einem Kaloriendefizit ist, weil man es nicht schafft, so viel in einer Stunde zu essen, wie man sonst eben über den Tag verteilt schafft. Recht geskippt, aber jetzt so gegen Mittag merke ich schon, dass der Hunger wieder ganz schön am Start ist. Ich habe mir für heute aber vorgenommen, erst heute Abend zu essen, einfach damit ich nicht schon wieder in so ein Foodkoma falle und dann einfach gar nichts mehr machen kann. Das Ding ist, dass ich jetzt aber schon so ein richtiges Hungergefühl habe. Also ich merke auf... Habe ich auch so gemacht. Also wenn ich dann gegessen habe, da hat mein Essensfenster eben angefangen mit dem Sonnenuntergang. Das heißt, ich habe dann abends gegessen. Auf jeden Fall, dass ich so ein bisschen unkonzentrierter bin, vielleicht auch so ein bisschen gereizt. Ich weiß nicht, ob ich das Experiment wirklich 7 Tage durchhalte. Okay, also folgender Plan. Ab heute werde ich versuchen, gesund zu essen und auch auf meine Nährwerte zu achten. Die ersten 7 Tage sind auch immer die schwersten. Also deswegen hier nochmal an der Stelle, ich glaube, dass die ersten 7 Tage zu filmen nicht ein realistisches Bild zeichnen. Deswegen ist es cool, dass er jemanden dabei hat, der das schon über Jahre macht. Also viele machen OMAD ja so, dass sie eben keine Kalorien zählen müssen und das Ganze nicht so genau betrachten. Aber ich will das wirklich auf eine gesunde Art und Weise machen. Und wie gesagt, mein Ziel ist es ja auch nicht, irgendwie großartig abzunehmen. Deswegen möchte ich schon so ungefähr auf meinen Kalorienbedarf kommen.
haben. Und den habe ich gerade mal ausgerechnet. Das sind so um die 2500 Kalorien, die ich am Tag essen sollte. Das wird schon ganz schön schwer, das auch bei einer Mahlzeit zu schaffen. Und damit ich meinen Tagesbedarf auch wirklich abdecke. Ja, hast du schon mal 2500 Kalorien in nur einer Mahlzeit oder in nur einer Stunde gegessen? Ich glaube nicht, wenn du das noch nie ausprobiert hast. Das ist wirklich, wirklich viel. Tracke ich mein Essen wie bei meinem 30-Tage-Gesund-Leben-Experiment wieder mal mit Yasio. Yasio benutze ich jetzt privat schon eine ganze Weile. Deswegen freue ich mich sehr, dass dir auch dieses Video... Jetzt kommt Werbung, die überspringe ich mal. Monat. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Ach, jetzt kommt auch und nach der Tomatolix-Werbung kommt noch eine Wodka-Gorbatschow-Werbung. Und heute koche ich mir was Schönes. So sieht das Ganze aus. Sieht auf jeden Fall schon mal gesünder aus als die Mahlzeit von gestern. Ich habe jetzt ausgerechnet, das sind ungefähr 1500 Kalorien. Das heißt, es ist auf jeden Fall noch Platz für Nachtisch. Und ich freue mich da jetzt so mega drauf. Also, das tut auf jeden Fall gut, endlich was zu essen. Boah, ich bin ganz schön voll. Das war eine ganze Menge. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich wirklich heute auf meinen Tagesbedarf komme, weil... Und wenn man nicht auf seinen Tagesbedarf kommt, gerade wenn man das über Wochen, Monate oder Jahre macht, dann kann es sein, dass man eben nicht alle Nährstoffe bekommt. Deswegen ist es umso wichtiger, auf die Mikronährstoffe zu achten, genug Mineralien, Vitamine und auch Proteine wirklich in dieses Essenfenster reinzubekommen. Ansonsten ist das wirklich nicht zu empfehlen. Das ist so viel passt gar nicht in meinen Magen rein. Schauen wir mal, also ich habe mir noch ein kleines Eis gemacht und noch irgendwie... Das meine ich nicht. ...die Kalorien aufzufüllen. Guten Morgen, ich bin beim Sport und ich bin sehr gespannt, wie sich jetzt meine letzte Mahlzeit auf mein Training auswirkt. Also die ist ja jetzt schon eine ganze Weile her. Mal schauen, ob ich jetzt weniger Energie habe oder gleich viel Energie. Gucken. Training ist geschafft. Ich habe auch immer trainiert während OMAD, während eine Mahlzeit pro Tag. Und ich empfehle, dieses Training möglichst nah an das Essensfenster zu setzen. Also wenn man jetzt sagt, man isst dann eben diese Mahlzeit um 18 Uhr, dass man zum Beispiel von 17 bis 18 Uhr trainiert und danach isst. Und das heißt, also man hat möglichst lange gefastet, man ist möglichst lange in der Autophagie, beschleunigt diese nochmal durch das Training, aber füllt dann auch wieder die quasi zerstörte Muskulatur wieder auf und repariert das Ganze mit Aminosäuren und Kohlenhydraten durch das Essen, was genau danach ist. Und ich muss sagen, es hat voll gut funktioniert. Also ich habe jetzt ja, mich nicht irgendwie anders gefühlt, nicht weniger Energie gehabt, bin auch jetzt nicht krass hungrig oder so, sondern fühle mich super. Ich bin mittlerweile im Büro und ich muss sagen, mein Hungergefühl ist irgendwie weg. Also heute Mittag war das schon relativ krass, aber jetzt so gegen Nachmittag hat das voll nachgelassen. Also jetzt fühle ich mich eigentlich ganz normal. Immer wenn ich mal zwischendurch so ein bisschen Appetit habe, trinke ich einfach einen großen Schluck Wasser. Der füllt den Magen dann ganz gut. Und ich glaube, ich muss auch mal was trinken. So, ich habe mir jetzt auch was zu trinken geholt. In einem Coca-Cola-Glas, weil ich mich so inspirieren lassen habe von der Spezi. Aber da ist ein Grassaft drin. Weiter geht's. Da geht's eigentlich ganz gut weiter. Ich habe das Gefühl, dass mein Körper sich doch irgendwie langsam daran gewöhnt oder so. Das Coole ist eigentlich beim Intervallfasten, dass der Körper die Hormone reguliert. Es gibt zum Beispiel Ghrelin und Leptin. Ghrelin sorgt dafür, dass du Hunger bekommst und Leptin sorgt dafür, dass die Sättigung da ist. Und Ghrelin, das ist das Hormon, das wird in so Wellen ausgeschüttet vom Körper. Und wenn man fastet, werden diese Wellen immer weniger. Das heißt, dieses Hungergefühl, was durch das Hormon Ghrelin entsteht, das wird immer weniger, dass irgendwann diese Wellen einfach nicht mehr entstehen. Das heißt, du bekommst einfach... Ja, kann ich auf jeden Fall bestätigen, sowohl vom Fasten, also mehrtägig nichts essen, als auch von dem einmal am Tag nur essen, also nach so einer Gewöhnungsphase. Ich hatte nie Hunger. Also tatsächlich habe ich mich richtig entfremdet von diesem Gefühl, was man sonst so allgemein Hunger nennt, wenn irgendwie mal der Magen grummelt oder so. Ist auf jeden Fall crazy, das mal zu erleben in seinem Leben. Hunger mehr tagsüber. Du bist in so einer Homöostase, also total ausgeglichen und dann kriegst du eigentlich auch gar keinen Hunger mehr. So, das ist meine Mahlzeit für heute. Ganz ehrlich, ich finde es schon so ein bisschen entspannt. Ich muss mir jetzt gar keine Gedanken machen, was ich heute frühstücke zum Beispiel. Ich habe mir gerade einfach hier einen Kaffee gemacht, das ist alles. Und dann kann es zur Arbeit gehen. Also schon irgendwie gut, wenn man sich jetzt so diesen Zeitsparaspekt anguckt.
Und ja, Hunger habe ich nach wie vor keinen. Also alles entspannt. Ja, ich glaube, Kaffee ist wahrscheinlich eine ganz gute Maßnahme, um so durch den Tag zu kommen, wenn man das noch nicht so kennt. Ich habe das aber nicht mit Kaffee gemacht, aber ich trinke auch generell keinen Kaffee. Heute habe ich den ganzen Tag einen Dreh. Ich bin sehr gespannt, wie sich der Essensverzicht des Intervallfasten darauf auswirkt, weil bei Drehs wird es halt gerne mal ein bisschen stressiger. Und ich habe immer das Gefühl, dass da Essen halt schon ganz gut hilft, auch für die Stimmung und so. Also ich hoffe wirklich, ich bin am Ende des Tages nicht so ultra gereizt. Aber mal schauen. Immerhin brauche ich mir keine Gedanken machen, was ich während des Drehs esse. Nachdem mein Mittagshunger langsam weg ist, geht es. Ich habe mir jetzt noch mal irgendwie eine Cola Zero geholt, einfach für ein bisschen Geschmack. Prost. Geschmack und so, um weiter durchzuhalten. Aber ja, jetzt langsam ist Nachmittag und mein Hunger geht wieder runter. Das heißt, ich werde jetzt die nächsten Stunden auch noch aushalten, bis es wieder weitergeht. Wir sind immer noch auf Dreh und wir laufen gerade durch so eine Gegend, wo ganz viele Restaurants sind. Alles riecht geil. Und ich muss sagen, langsam habe ich wirklich richtig Hunger. Ich bleibe stark. Wir haben ja schon fast 10:30. Ich habe Essen bestellt. Aber irgendwie braucht der Lieferant ewig. Endlich Essen. Boah, freue ich mich darauf. Irgendwie ist das voll komisch. Obwohl ich den ganzen Tag nichts gegessen habe, fällt es mir gerade voll schwer, das Essen so zu essen. Also irgendwie, ich habe keinen richtigen Appetit oder Hunger mehr. Und irgendwie. Das hatte ich jetzt nicht so, aber vielleicht erinnere ich mich auch nicht an die allerersten Tage, weil ich glaube, diese Umstellungsphase ist auch, ja, ist auch echt schwierig und der ist jetzt erst am dritten Tag. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich jetzt weniger essen kann als vorher, also dass ich jetzt gerade nicht mal so eine ganz normale Portion schaffe. Das ist ja irgendwie komisch. Ist das gesundheitlich irgendwie schädlich, wenn ich nur einmal am Tag esse? Und ich bin gespannt, was kommt. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, ja, es kann schädlich sein. Vor allem Frauen sollten aufpassen. Und wie gesagt, durch dieses extreme Kaloriendefizit muss man wirklich darauf achten, alle Mikronährstoffe und Proteine zu bekommen. Ansonsten kann das wirklich langfristig schädlich sein. So lange nicht? Also wenn du das machst, ist das, glaube ich, nicht schädlich. Man muss aber auch sagen, es gibt natürlich auch Menschen, die vielleicht in einer volatilen Lebenssituation sind oder deren Selbstwert sehr stark an dem Körperbild hängt. Und da würde ich das dann eher sagen, dass es die Leute vielleicht nicht machen sollten, weil da kann es sein, dass durch so einen radikalen Eingriff in die Ernährung, dass das vielleicht in eine Essstörung rutschen könnte. Es gibt voll. Auch eine Essstörung, die jetzt auch eher neu anerkannt ist, das ist das sogenannte Binge-Eating. Und das ist etwas, was schon dadurch getriggert werden kann, weil Binge-Eating bedeutet im Prinzip, du fasst es halt hin und wieder und dann bingest du. Also du isst halt ultra viel hemmungslos auf einmal. Also letztendlich ist One Meal a Day so ein kontrolliertes Binge-Eating im gesunden Rahmen. Ja, und das hat man ja auch irgendwie an seinem ersten Tag gesehen. Das ist auch eher so Binge-Eating. Also du isst länger nix, machst das irgendwie einen normalen Tag und dann hast du so dolle Hunger und pfeifst dir eben drei Burger rein. Aber das kann natürlich dazu führen, dass du es dann ungesund machst. Gibt es Personen, denen du One Meal a Day auf gar keinen Fall empfehlen würdest? Also es gibt natürlich Leute, die bestimmte Krankheiten haben oder auch Leute, die schwanger sind oder stillen oder auch Kinder oder Diabetes Typ 1 haben, denen würde ich das nicht empfehlen. Und man muss auch sagen, sehe ich auch so, dass Männer das Fasten viel besser vertragen als manche Frauen. Weil Frauen haben ja einen Zyklus mit den Hormonen und so. Ey, der ist echt klug, der Junge, ne? So, und da kann es sein, dass wenn die auf einmal anfangen stark zu hungern, dass das denen sehr, sehr schlecht tut. Und da würde ich dann die dann einfach bitten, ja, auf ihren Körper zu hören und das dann auch nicht zu machen oder sich da halt langsam ranzutasten, dann schon zwei kleine Mahlzeiten, irgendwie Obst oder so, zu sich zu nehmen, ja. Für heute habe ich mir was ganz Besonderes überlegt. Und zwar geht es zu einem All-You-Can-Eat-Buffet. Ich bin sehr gespannt. Also ich habe mittlerweile... Das ist natürlich auch eine gute Lösung, einfach zu einem All-You-Can-Eat-Buffet zu gehen und davor irgendwie 23 Stunden nicht zu essen. So haben die sich das wahrscheinlich nicht gedacht in ihrer Preisgestaltung, die Restaurants. Ich habe richtig Hunger. 17.30 Uhr, also direkt ans Buffet. Das ist meine erste Portion. Boah, das sieht schon mal ganz geil aus. Also ich habe jetzt hier irgendwie ein paar Garnelen, ich habe Bohnen, Brokkoli, bisschen Lachs, ein paar Sojabohnen. Also verhältnismäßig gesund, würde ich jetzt mal sagen. Also das ist auf jeden Fall ganz geil an One Meal a Day, dass man einfach so essen gehen kann und sich da jetzt nicht irgendwie beschränken muss. Bei anderen Ernährungsweisen ist das ja vielleicht ein bisschen schwieriger. Und ich finde gerade so Frühstück und Mittagessen ist bei mir zumindest oft mehr so funktional. Das Abendessen ist das, wo ich irgendwie mal mich mit Freunden treffe, mal irgendwie was Schönes koche, mal essen gehe oder so. Und
Das würde ich auch sagen. Also das Positive daran ist, dass man diese Social Time, also die Zeit, wo du mit Freunden oder Familie zusammen bist und isst, dass man die nicht auslassen muss, weil man sich einschränkt, sondern dass man die als sogar noch mehr zelebrieren kann. Aber es ist natürlich auf der anderen Seite auch so, also so ist meine Erfahrung, dass wenn du One Meal a Day machst und dann macht deine Familie das nicht, du musst ja dann irgendwie 2-3 Mal mehr essen oder hast halt einfach auch mehr Hunger dann in dem Moment. Und das ist natürlich auch so, hat ja eigentlich keiner Bock drauf, dass du dann da irgendwie so einen, weiß ich nicht, riesen Teller auf deinem Tisch hast und irgendwie eine Stunde lang isst und die sind nach 20 Minuten fertig und fragen sich, was ist mit dem los? Also ich glaube, da müssen schon alle irgendwie mit in einem Boot sein. Und als ich das gemacht habe, haben wir das auch gemeinsam gemacht. Und dann geht das, glaube ich, gut. Ja, das kann man hier voll gut machen. Runde 2. Ich habe direkt 2 Teller genommen, damit ich jetzt auch mal ein bisschen schneller hier essen kann. So gut wie fertig. Bin auf jeden Fall richtig voll. Aber Nachtisch geht noch rein, oder? Ich glaube, spätestens wenn ich das aufgegessen habe, komme ich schon auf meine Kalorien für heute. Fertig. Ja, also keine Ahnung. So habe ich das auf jeden Fall nicht gemacht. Also ich habe mich tatsächlich vegan ernährt. Ich habe auch vollwertige Nahrungsmittel gegessen und nicht ganz so viel so ein Kram, wie er sich da reinzieht. Also ich habe jetzt kein Eis gegessen dann in der Stunde. Gegessen? Ey, ich bin wieder so satt. Mein Magen fühlt sich an wie ein Stein. Hier gehe ich halt wirklich jedes Mal voll ans Limit. Es fühlt sich auf jeden Fall ein bisschen falsch an. Ich habe gerade mal so ein bisschen über dieses Selbstexperiment nachgedacht und ich glaube schon, dass One Meal a Day relativ schnell zu so einem ungesunden Essverhalten oder vielleicht sogar einer Essstörung führen kann. Es ist ja schon merkwürdig, so sich den ganzen Tag das Essen zu verbieten und dann innerhalb von einer Stunde sich den Magen komplett voll zu schaufeln, so voll, dass man danach gar nichts mehr machen kann. Und es ist wirklich schwierig, dabei auf seine Nährstoffe und auf seinen Kalorienbedarf zu kommen. Also das merke ich ja schon. Das funktioniert einfach nicht richtig. Good point. Richtig. Und das führt dann im Endeffekt dazu, dass man einfach zu wenig isst. Also ich glaube, wir sollten dann ein bisschen mehr auf unseren Körper hören und ein bisschen weniger und so verrückt machen. Und ich merke jetzt einfach schon, dass ich mich jetzt schon irgendwie so ein bisschen schuldig fühle, wenn ich jetzt daran denke, dass ich bald wieder normal frühstücken kann. Ich glaube, das ist... Ich kann das voll verstehen, was er da sagt, vor allem aber auch nach 6 Tagen. Der Punkt, so auf den Körper zu hören, ist es natürlich so, dass er gewöhnt ist an einen völlig anderen Essensrhythmus. Und wenn er jetzt auf seinen Körper hören würde, würde er eben in diesem Essensrhythmus bleiben und das wäre dann auch gut für ihn. Also es ist einfach eine Umstellungsphase. Wenn man aber ein paar Wochen oder Monate eben dieses einmal am Tag Essen gemacht hat und dann auf seinen Körper hören soll nur, dann würde das eben auch, also in meinem Fall hätte das geheißen, ich will jetzt nicht essen tagsüber. Mein Körper sagt nein, weil ich war an diesen Rhythmus gewöhnt und ja, genau, deswegen, das ist relativ schwierig, weil auf den Körper hören heißt eben auf das hören, an das man gewohnt ist und das muss jetzt nicht heißen, dass man das unbedingt mal probieren sollte, aber das, ich will einfach nur sagen, dass man sich auch irgendwie aussuchen kann, okay, an was möchte ich meinen Körper gewöhnen? Das ist vielleicht dann auch eine Kopfentscheidung und dann gucke ich erstmal, wie sich das anfühlt. Und wenn sich das gut anfühlt nach einer Zeit, dann wird das irgendwann aber auch oft zu einem auf dem Körper hören, also oft zu einem Gefühl, weil man es einfach nicht mehr anders möchte, weil alle Zellen daran gewöhnt sind. Das nicht. Das klingt doch nicht gesund, oder? Aber schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr dazu denkt. Du hast ja in dem One Meal a Day im Prinzip so die richtige Ernährungsform für dich jetzt gefunden. Genau, und du sagst ja auch für mich. Und das muss auch jeder für sich selbst entscheiden. Das ist ganz wichtig. Und ich finde es schon krass, dass dieser Typ da das so lange schon macht. Das sollte man immer dazu sagen, dass das nicht für jeden jetzt die richtige Ernährungsform ist und vielleicht auch nicht für jeden eine Alternative darstellt, weil es auch Risiken birgt. Und dementsprechend sollte man auch darauf achten, wenn man sowas radikal verändert. Ich muss aber auch gleichzeitig sagen, dass für die Mehrheit von Deutschland, finde ich, ist fast jede Beschäftigung mit der eigenen Ernährung eher gut. Genauso wie eine Kalorienrestriktion, weil unser Körper ist einfach nicht dafür gemacht, so zu leben, wie wir jetzt leben. Ja, das weiß ich nicht. Das ist schon eine sehr männliche Perspektive, dass für fast jeden in Deutschland das gut ist. Also ich kenne sehr viele Menschen, die eine Essstörung hatten
und das am Anfang vielleicht auch noch nicht so erzählen, aber nach Jahren. Und ich glaube, dass unsere Gesellschaft insbesondere Frauen schon in die Richtung drückt, dass die in irgendeiner Form ein Thema haben mit Essen. Und dann ist es, glaube ich, nicht gut, sich auf diese Art und Weise mit dem Thema auseinanderzusetzen. Aber ich muss ja auch nicht mit Felix hier die ganze Zeit übereinstimmen. Jederzeit Zugang zu Essen haben durch Konservierungsstoffe, durch Kühlschrank, durch unseren Wohlstand. Einfach, dass wir ja durchgehend irgendwie unsere Sucht sofort befriedigen können. Und deswegen finde ich das eigentlich gut, dass die meisten sollten. Essen ist keine Sucht. Vielleicht nicht sofort One Meal a Day, aber schon Intervallfasten ausprobieren. Letzter Tag, heute mache ich was ganz Besonderes. Und zwar bin ich bei einem Streetfood-Festival. Sturmwaffel hat mich eingeladen, der veranstaltet das hier mit. Und hier werde ich mich jetzt richtig schön durchfressen. Willst du mal reinprobieren? Ich würde sagen, so eine 8,5. Oh, das ist aber schon ganz gut. Ja, das war auf jeden Fall sehr lecker und damit bin ich am Ende meines Selbstexperiments. Wie die Ergebnisse dieser Woche sind, das seht ihr jetzt im Fazit. Ich glaube, One Meal a Day ist auf keinen Fall was für jeden und ich werde das nicht weitermachen. Also klar, man muss... Ja, denke ich auch nicht und möchte ich auch nochmal unterstreichen. Und vor allem bei Frauen wäre ich da eher vorsichtig. Sich nicht so viele Gedanken ums Essen machen und spart ein bisschen Zeit und Geld. Aber OMAD bringt auch einige Risiken mit sich. Und es ist echt nicht einfach, dabei ausreichend Nährstoffe zu sich zu nehmen. Ich habe in den 7 Tagen etwas mehr als 1 Kilo abgenommen. Wobei man dazu natürlich auch immer sagen muss, dass das Gewicht immer ein bisschen schwankt. Bevor man OMAD ausprobiert, sollte man sich vielleicht... Ja, also innerhalb von 7 Tagen 1 Kilo abnehmen, das muss nichts heißen. Man kann auch 1 Kilo zunehmen. Das Gewicht kann einfach um 1 bis 2 Kilo nach oben oder unten schwanken. Das hat wirklich gar nichts zu heißen. Erstmal klassisches Intervallfasten anschauen. Das bringt nämlich ähnliche Effekte mit sich. Wenn ihr sehen wollt, wie ich das 30 Tage lang ausprobiert habe, dann schaut euch dieses Video an, abonniert den Kanal, um keine Videos mehr zu verpassen und bis zum nächsten Mal. Okay, wir sind am Ende vom Video und er macht jetzt auch nochmal Werbung für sein Intervallfasten-Video. Ich bin da auch sehr gespannt. Ich denke auch, dass das ein leichterer Einstieg wäre. Und wenn euch das interessiert, was ich dazu zu sagen habe, dann schreibt das gerne in die Kommentare. Ich hoffe, euch hat dieses Format ein bisschen gefallen. Sagt gerne, was ihr davon haltet, denn ich habe das erste Mal gemacht, dass ich auf ein anderes Video reagiere. Und vielleicht mache ich das dann nochmal, wenn es euch gefällt. Ciao, bis dann.